Einen schönen guten Tag, liebe Kanalisationsbewohner. Bei einer neuen Episode von Final Fantasy VII Remake Integrate. Es geht weiter mit Cloud, Aerith und Tifa in der Kanalisation. Und wir begeben uns jetzt weiter, nachdem wir letztes Mal von den Girls gerettet wurden. Da Cloud ja die Taschen von Tifa und Aerith tragen soll, wenn sie shoppen gehen. Was wohl nicht passieren wird, wie wir ja später noch erfahren. Aber ich habe auch mal die Waffe gewechselt, wie ihr seht. Ich habe die Nagelkeule, einfach weil ich den Skill der Waffe haben möchte. Das Ulti, wenn man so möchte. Und da habe ich die ausgerüstet. Sobald das gemeistert wurde, diese Technik, die die Waffe hat, dann werde ich dann wieder auf die andere wechseln, weil sie ist leider schwächer als meine andere Waffe, die ich habe. So. Irgendwas zu kaufen? Santos? Nee, nicht wirklich. Und so viel Kohle habe ich jetzt auch nicht mehr. Dann gehen wir mal weiter. Zip. Gut, da kommen wir nicht durch. Dann geht's hier weiter. Da können wir hoch, aber wir gehen hier mal den Gang entlang. Da hinten sehe ich nämlich schon eine Kiste mit einer Rate. Da war glaube ich eine Falle. Beharre nicht Teil von hier aus. Was geht da hinten ab? Ich sehe nichts. Noch mehr Ratten. Ratten zerkloppen, das geht eigentlich immer. Okay. Ich glaube, das war's hier auch. Ja. Na, dann müssen wir wohl nach oben. Okay, ist kein Durchkommen, aber hier durch. Ist noch was hier in der Ecke. Überleg als. Mir fällt nicht mehr ein, wo man diesen komischen Schlüssel bekommt, der für diese Tür mit dem Drachen drauf ist. Ne? Also die Don Corneo-Tür, nenne ich sie einfach mal, weil da braucht man irgendwie den Schlüssel, der was mit ihm zu tun hat, beziehungsweise mit seinem Namen. Aber ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung mehr, was man da machen muss. Oder wie man den bekommt. Oh, Fähigkeit, Störung. Ah, ich hocke in dieser Lache drinne. Nicht so gut. Was Neues. Ja, mit ein bisschen Eis können wir die halt schnell ausschalten. Diese Krabben sind dafür doch ein bisschen zu hartnäckig. Je mehr der Fähigkeit, diese Waffe anzugreifen. Hä? Bin ich gerade wieder runtergegangen? Nee. Der war nur ähnlich aus, dieser Gang. Ich bin etwas verwirrt. Eine Muggelmedaille, fantastisch. Können wir dann wieder in den Slumstone Sektor 5 eintauschen? Kann ich die Ansicht der Map umschalten? Nehmen wir das nochmal. Ich glaube, dick. Feuerkreuz. Doch irgendwie. Ah, hier. Kann man die Ansicht umschalten? Minimap oder weg oder das Ding? Na gut, ich bleib mal bei der Minimap. Es muss also sein. Das ist raus. Bis hier und nicht weiter. Das war knapp.
setze jetzt, wie gesagt, ein paar Mal ein. Geschicklichkeitsbonus erhalten, das ist ja fantastisch. Okay. So, da geht's lang. Ich gehe trotzdem mal. Wait a second, hier lang. Kam ich hierher? Nee. Weil der Raum ist noch nicht erforscht. Beziehungsweise ich weiß. Das ist eine Materie. Gott, es ist alles riesig und verzweigt. Und Kanal 1. Kanal 2. Also aus Kanal 2 kamen wir definitiv her. Weil da ist hier der Verkaufsautomat und der Speicherraum, wenn man so teilen kann. Da ich hier auf die Seite nicht rüberkomme, muss es von hier aus irgendwie gehen. Ich laufe auch gerade richtig, vor allem, wenn es hier weiterzugehen. Okay, dann gehe ich aber nochmal die anderen Gänge ab. Hier lang geht. Dann weiß ich zumindest, dass ich hier richtig bin. Daher muss es einen anderen Weg zur Materie geben. Oder ich krieg die erst auf der anderen Seite, wenn ich durch die Tür gehe, wohin ich gehen muss. Ah, hier wahrscheinlich, ne? Okay, dann mal hoch. Da ist also den Gang hier entlang. Dann hier auf rechts war ein Weg. Dann geht's hier runter. Ah, da müsste die Materie auf links sein. Ja. Okay, hab ich. Gut. Dann haben wir sie auch gefunden. Widerstand. Nice. Ist hier sonst noch irgendwas zu entdecken? Ja, wir gehen noch in diesen Raum. Finde ich gut, dass man auf der Karte erkennt, welche Räume man schon untersucht hat und welche nicht. Fand ich in den Remakes von Resident Evil auch so gut, dass man genau sehen kann, so, ja, welche Räume schon abgecheckt und welche nicht. Ja, super. Ja, was? Frage ich mich auch. Komm anziehen. Ist ja gleich. Arbeiten wir zusammen. Ja, das war's dann wohl. Boy, oh boy. Anstrengender Typ. Seelenohrring. Okay, damit habe ich jetzt eigentlich alles eingesammelt, was es zum Einsammeln gibt. Dann können wir jetzt wieder zurück zu dem Raum, wo wir eben waren, wo die Tür war. Dazu glaube ich. Einmal hier wieder zurück. Aus von der HP her nicht so gut. Immer. Heiltränke. Ich denke, das reicht erstmal. Gegen mich schon platt. Sie uns
Voll ist schon mächtig, du. Hätte ich nicht gedacht. Also die hat zwar nicht so krasse Werte wie jetzt das Schwert, was ich da hatte, aber trotzdem geht die schon einigermaßen gut. Ja. Mir trotzdem nochmal ein bisschen Heilung. Weil hier ist so ein Potpourri aus Gegnern. Nicht jetzt. Bei Tifa hatte ich auch die Waffe ausgetauscht, glaube ich. Weil. Die haben mir nämlich noch Hakentritt. Das ist nämlich noch nicht gemeistert. Ja, jetzt ist die Fähigkeit gemeistert. Alter, der Hakentritt von Tifa ist einfach so hart OP. Wie viel Schaden habe ich gerade gemacht? Über 2000 oder irgendwas? Ich bin mir nicht sicher, ich habe die Zahlen nicht gesehen, aber... Es war auf jeden Fall richtig knackig vom Damage her. So, jetzt würde ich nämlich gerne mal gucken. Also, Ausrüstung, Materia, Cloud. Störung haben wir auf 100%, dann können wir von der Nagelkeule wieder weggehen auf die Hartklinge. Weil die ist vom physischen Schaden her halt besser. Magische Attacke ist halt nicht so im Vergleich zur Nagelkeule natürlich. Materia der aktuellen Waffe übernehmen. Ja, klar. Frost heilen und Gewitter. Ausweichrot-Umschlag ist fast komplett. Die Analyse haben wir natürlich. So, tiefer könnten wir auch mal schauen. Die Lederhandschuhe, Hakentritt haben wir gelernt. Hier zum Beispiel haben wir das nicht gelernt. Nämlich der, was ist der Rückwärtssalto? Oder Angriffe mit dieser Fertigkeit erhöhen die Chance, den Gegner einzuschüchtern. Zusatzangriff heißt das. Ah, hier ist der Rückwärtssalto. Das haben wir schon. Ja, auf Hochtouren. Und dann rüsten wir nochmal die Schlagringe aus. Ich habe die Waffen das letzte Mal schon so weit gelevelt, dass sie halt auch auf dem aktuellen Stand sind, was halt an WP so da ist. Sieht mal, geht es da etwa raus? Ich frage mich, ob sich der Wasserpegel irgendwie senken lässt. Ach, das Ding. Oh, mit den Hebeln. Muss man das irgendwie, glaube ich, zeitgleich machen oder irgendwas? War da. Hier so. Da glaube ich irgendwo hier in dem Raum. Genau, hier ist die Steuerkonsole. Oh, seht mal! Im Keller der Bar ist auch so ein Steuerpult. Damit lässt sich der Wasserzulauf regulieren. Kriegst du das hin, Alleskönner? Wasserablauf. Das muss es sein. Zu sein. Rote Leuchte, Verstopfung im Abwasserrohr. Mit der manuellen Pumpe Müllansammlungen herausspülen. Das habe ich in der Bar schon mal gemacht. Okay, ich gehe. Komm, Aris, wir beide erledigen das. Cloud kann hier gucken, ob ein anderer Fehler angezeigt wird. Aber ich... Die Pumpe müssen zwei Gleichstarke bedienen. Wir sind gleich wieder da. Hauptsache, ja, alles Handarbeit. Gut. Ja dann. Die Pumpe ist doch etwas anders. Die in der Bar ist viel simpler gebaut. Bedienung der Entwässerungspumpe. Ventil öffnen, Arif. Nutze den linken Stick, um das Ventil zu öffnen. Die Nadel des Messgeräts wird sich von rechts nach links bewegen. Pumpen, tiefer. Drück in schneller Folge A, bis die Nadel links angekommen ist, den Zielbereich zu vergrößern. Ventil schließen, Arif. Sobald sich die Nadel wieder nach rechts bewegt, nutze den linken Stick, um das Ventil zu schließen, wenn die Nadel innerhalb des Zielbereichs liegt.
So, versuchen wir das mal. Also los! Los! Ups. Versuchen wir es nochmal. Ah, ich war zu schnell. Verdammt. Nicht so hektisch. Bereit. Oh, come on, Zentimeter. Klappt nicht, wie? Jetzt ist der Bereich so groß, es sollte auf jeden Fall klappen. Kann ich nicht verkacken. Yeah. Minispiele. Gut, nochmal. Versuche A zu smashen, damit wir den Bereich vergrößern. Ja, das war so schnell. Holy fuck. Versuchen wir es nochmal. Oh, smash! Ah, komm schon! Los! Nicht so hektisch! So, der letzte. Hat doch geklappt. Also los. Jo. Klappt nicht, wie? Jawohl. Geschafft. Großartig. Komm, gehen wir zurück. Cloud macht sich sicher schon Sorgen. Lasset das Wasser ab. Hat ja gut geklappt. Was hast du erwartet? Da ist tot, ich hab's so geahnt. Elf hat nicht genug. So, jetzt brauchen wir Elf. Engel. Oh Gott. Das sind alle komplett heilen. Besser ist, das hat Cloud nicht mehr so viel MP, aber das passt schon.
Habe ich noch einen Äther? Ja. Haufenweise Äther. Ich habe ja ein paar gekauft. Dann nutze ich sie auch. Materia-Stufe gestiegen. Ausweich von Umschlag hat die nächste Stufe. Jawohl. Jetzt ist der Angriff wahrscheinlich auch mächtiger. Mal gucken, was das uns ermöglicht. Endlich kommen wir wieder nach oben. Limits sind gar nicht voll. Zwei von denen, ey. Drei. Schon wieder tot, ey. Guck's dir an, ey. Wie lästig die sind. Meine Wünsche, sie geben euch Kraft. Ich gehe vor und sichere den Ausgang. Eigentlich habe ich so viel HP, da bringt ein Heiltrank überhaupt nichts mehr. Aber ich nutze sie trotzdem mal, damit meine MP nicht komplett in den Keller geht. Cloud! Wir machen es uns aber auch schwer. Wir schmecken nicht. Ungenießbar. Geht schon mal vor. Los! Ja! Du auch. Aber es sind zu viele. Kümmere dich um Aeris. Beeil dich. Ich warne euch. Ich bin verdammt stark. Cloud! Schnell! Roger, der Vergeltungsschlag wird durchgeführt. Wir beginnen mit der Induktion. Die Typen in ihrem Turm da oben drehen echt am Rad. Jeder Widerstand wird im Keim erstickt. Das ist doch nichts Neues, oder? Einen ganzen Sektor zu vernichten, aber schon. Das Haus sitzt. Was? Sicher nur eine Patrouille. Los, nach Sektor 7. Aber zackig, ey. Das ist ein böses Omen, was da
gerade Richtung Sektor 7 unterwegs ist. Ich meine, man merkt schon, dass die zwei auf jeden Fall zwar den Auftrag ausführen müssen, aber dass sie da wirklich auch so ein bisschen Gewissensbisse haben, weil wahrscheinlich denken sie sich auch, ja, wenn die jetzt an der Stelle von den Leuten in Sektor 7 wären, hätten sie auch keinen Bock darauf. Und sammeln hier Schrott. Hinter dem Bahndepot dort liegt Sektor 7, wenn ich mich nicht irre. Lasst uns da lang gehen, wo es beleuchtet ist. Beleuchtet? Da vorne. Ja, und an diesen Abschnitt erinnere ich mich auch noch gut. Der Eisenbahnfriedhof. Da kommt noch ein ganz besonderer Bossgegner zu. Aber ich finde die Musik hier in dem Abschnitt sehr, sehr, sehr schön. Seele. Nachts kommt hier niemand hin. Nicht nur wegen der Ungeheuer, auch wegen der Gerüchte. Gerüchte? Na, dass es auf dem Eisenbahnfriedhof angeblich spuken soll. Es heißt, dass wer sich hier nachts hin verirrt, nie mehr zurückkehrt. Na, nie. Spuken? Wir sollen spucken. Nur Ammenmärchen, glaube ich auch. Aber... Beeilen wir uns. Aber was, wenn nicht? Dann sind wir in ernsthafter Gefahr. Geister! Weißbrot. Gleich erledigt. Aber nur, wenn ich dir helfe. Wer Ratte A und wer Ratte B? Wer Ratte C? Ich meine, dass sich hier Ratten herumtreiben, ja, okay, kann man noch nachvollziehen, aber Geister. Ist da durch oder ist da oben was? Ich möchte natürlich auch alles einsammeln. Kann man runter, die andere Seite. Könnte es durchaus sein, dass da hinten im Zugwaggon noch was ist. Dann gehe ich nochmal runter. Ja, wir sind noch gleich schon am Ende der Folge angelangt, deswegen möchte ich hier noch so ein bisschen was einsammeln. Ja, da hinten im Waggon. So noch Kisten mit Touchy-Touchy-Händen. Oh, hier ist noch so ein kleiner Bereich. Ah, ist eine Kiste. Lila heißt, das ist eine Waffe. Mithrilstab. Arif. Bei Arif muss ich auch nochmal gucken, dass sie ihre Fähigkeiten levelt, die sie auf den einzelnen Waffen drauf hat. Ich glaube, ich hatte auch nochmal eine andere Waffe B ausgerüstet, aber ich bin mir da nicht sicher. Muss ich gleich nochmal gucken, aber das mache ich dann. Wenn wir ja gleich am Ende der Folge dann sind, dann gucke ich nochmal, welche Waffe welche Fähigkeit hat. Was war denn das? Ihr spuckt's doch. Kann ich es nicht zerdeppern, bis ich nicht zur Tür gegangen bin. Weil Grusel, Grusel. Ich nass. Die können wir auch mal analysieren. Hab ich gar nicht gemacht. Nur Kaliber. Greifkäfer. Ein nachtaktiver Karnivor, der auf dem Eisenbahnfriedhof beheimatet ist. Diese überaus aggressive Kreatur jagt immer in Gruppen und zögert nicht, auch Menschen anzugreifen. Keine taktischen Informationen verfügbar. Wirksam eins. Greif immer den Stärksten an. Kann ich auch die Kissen zerdeppern. Auch gerade gehört? Um die Zeit sollten hier eigentlich keine sein. Wer war das dann? Ich weiß es nicht. Das ist alles so unheimlich.
Alles klar. Dann sind wir jetzt hier erstmal am Ende dieser Episode von Final Fantasy VII Remake Integrate angelangt. Und ich bedanke mich schon mal recht herzlich, dass ihr auch in dieser Episode dabei wart. Und ich hoffe, ihr freut euch auf den Integrate-Teil, der Zusatz-DLC, der mit diesem Spiel hinzukam, wo wir mit Yuffie oder Juffy oder wie auch immer man sie nennt, spielen. Ein Teil, der noch zusätzliche Cutscenes und Abenteuer für uns bereithält, bevor es dann mit Final Fantasy Rebirth weitergeht. Am 29. Februar ist es dann soweit, dann starten wir in das Spiel. Mit einem wahrscheinlich so 2- bis 3-stündigen Livestream, die erste Episode, dann geht das Ganze als Let's Play weiter und dann mal. Also, schon mal vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss.